Der FCBB-Vorbericht wird präsentiert von Tipico. Your bet in safe hands. Ein verlängertes Wochenende und gleich zwei schwierige Gegner warten auf den FC Bayern Basketball. Am Samstag heißt es auswärts Bayreuth gegen Bayern, Tabellenvierter gegen den Dritten. Yeah. Und damit ist Playoff-Stimmung vom Feinsten angesagt. Die letzte Begegnung gab es Anfang Dezember im Audidom. Da zeigten beide Teams vor allem offensiv, was sie drauf haben. Die bessere Wurfquote aus dem Feld und ein Anton Gavel in Höchstform sorgten am Ende für einen 100-86 Erfolg der Bayern. Wie so oft wird also eine konsequente Defense entscheidend sein, um Bayreuth in Schach zu halten. Vor allem jenseits der 3-Punkte-Linie halten Machalski und Co. ihre Gegner auf Trab. In der Partie gegen Gießen versenkten die Oberfranken insgesamt 13 Dreier im Netz. Zudem sind Linhardt und Marei in Topform, erzielten beide zuletzt 20 Punkte. Wir erwarten am Samstag in der Oberfrankenhalle also ein Duell auf Augenhöhe. Gleich am Montag geht's dann weiter mit der letzten Runde in der Regular Season und einem Heimspiel gegen Gießen. Aktuell auf Platz 9 brauchen die 46ers unbedingt noch zwei Siege und Schützenhilfe, um die Playoffs noch erreichen zu können. Headcoach Dennis Wucherer und sein Team werden also von der ersten bis zur letzten Minute alles daran setzen, dass ihre Saison nicht am 1. Mai in München endet. Für den FC Bayern Basketball bedeutet das, sich auf ein Spiel mit höchster Intensität und Physis einzustellen. Und damit wird es ein perfekter Test für die bevorstehenden Playoffs.